Okay, hi Unterlüchen. Wir haben ein kleines Problem. Wie ihr seht, sind wir gerade mitten in meinem Einsatz. Wir haben ungefähr 10 Die Minuten Gameplay Abzugshölle scheint verpasst. direkt dort vorne zu sein. Wir sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Schließlich wissen wir nicht, wie viele noch dort waren. Nähert euch vorsichtig dem Raumschiff und versucht es zu stürmen. Genau, ja, ist gut. Das Problem ist, ich war eben in dem Einsatzleitungsbildschirm. Und ganz schön blöd gelaufen, da ist irgendwie das Spiel hängen geblieben und ich bin auf meinen nicht mehr aufnehmen Knopf gegangen, einfach aus Panik, weil ich zurück wollte, also aus diesem Bildschirm raus. Ja, dann habe ich weitergespielt und mir ist erst in dieser Mission aufgefallen, dass ich gar nicht mehr aufnehme, verdammte Hacke. Ja, und da wir den Iron Man Modus anhaben, konnte ich auch keinen früheren Spielstand mehr laden. Ich fasse ganz kurz zusammen, wir haben einen Satelliten gebaut, mit dem wir jetzt in Asien aufpassen können. Wir haben eine Alien-Abhöranlage gebaut und forschen gerade an einem Elektroschocker für Aliens sozusagen, damit wir die als Geiseln nehmen können. Währenddessen hat unser Radarsystem in Europa ein Alien-Raumschiff gefunden, welches wir dann im Anschluss abgeschossen haben. Und jetzt gucken wir gerade, was hier unten so abgeht bei diesem Alien-Raumschiff und gucken, was auch so an Materialien und Waffen hier zu holen ist. Genau, und hier haben wir auch schon die ersten Aliens geschnetzelt. Sorry, dass es jetzt so ein bisschen verkackt ist, aber daraus lernt man. Man drückt nicht einfach irgendwelche Tasten. Ja, gut. Gehen wir doch mal weiter hier. Der Rainer will schließlich hier noch ein bisschen was schnetzeln. Senior Martinez wird ein bisschen in Deckung bleiben, der hat nämlich schon gut kassiert. Von irgend so einem Blödmann, der hier meine Jungs gar nicht so gerne mag. Finde ich doof, dass man mit dem Sniper nicht laufen und dann Feldposten stellen kann. Naja gut, ist wohl so gewollt. Senior Popov. Genau. Geschwindigkeit zu überstehen, müssen die Materialien, aus denen die Hülle dieses Raumschiffs besteht, um ein Vielfaches widerstandsfähiger sein als alles, was wir kennen. Diese Messwerte können nicht stimmen. Andernfalls ist das eine Lebensform aus fast reiner Energie. Solche Daten, wie wir sie von dieser Kreatur empfangen, habe ich noch nie gesehen. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ich würde aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Sie können das Ding immer noch untersuchen, wenn es tot ist, Doktor. Geben wir ihm den Rest. Jo, genau so ist es. Ich will hier auch gar nicht so einen Stress machen. Hoppla. Aber unser Senior Zufall, der wird jetzt hier auf jeden Fall. Oh ne, doch nicht. Schießen. Hä? Wer ist denn noch dran? Ah, hier, er ist dran. Dann schießen. Ach, 2% Trefferchance. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Dann gehen wir doch nochmal hier rüber. Ja, dieses reine Energiemonster, das kann richtig reinhauen. Macht's aber nicht. Hä? Wo ist es hin? Und ich frage mich, wo sind die Gegners, meine Damen und Herren? Okay, ich bin irgendwie zu Panne, um den Gegner zu finden gerade. Ah, da steht der. Okay. Treffe ich aber von hier nicht. Gucken wir mal, ob wir mit Senior Popov da dran kommen. Ja, kommen wir. Rennen wir einfach mal Kamikaze hier rein. Und schießen in sein Gesicht. Pam. Mission erfüllt. Unglaublich. Er Woohoo! scheint verschwunden zu sein. Ja, es ist verschwunden. Wir haben keinen Kollegen verloren und fünf Aliens umgehauen. Sorry nochmal, dass wir da so ein bisschen gesprungen sind jetzt. Kommt nicht nochmal vor. Ja, wir haben zwei Beförderungen, einen Verwundeten und ja, Herr Rainer Zufall, der hat einfach mal nichts mitgenommen. Geil, wir können jetzt Schalenrüstung erforschen, das ist sehr gut. Willkommen zurück, Commander. Ich wollte mit Ihnen über unsere derzeitige Abfangjägerflotte sprechen.
Einige dieser Flugzeuge müssen in höchste Alarmbereitschaft versetzt werden. Wir brauchen sie, um jegliche eindringende Aliens abzufangen. Und dabei könnten wir hohe Verluste erleben. Ich sollte wohl auch erwähnen, dass selbst ein komplettes Geschwader von Abfangjägern nichts gegen unseren Feind ausrichten kann, wenn wir nicht wissen, wo er sich aufhält. Wir benötigen zusätzliche Satelliten, um außerirdische Raumschiffe sichten zu können. Schauen Sie in der Technikabteilung vorbei, wenn Sie weitere Satelliten bauen möchten. Auf Wiedersehen, Commander. Ja, da habe ich auch schon im Voraus gedacht. Ich habe nämlich eben schon einen für Asien geholt, einen Abfangjäger. Ja, okay. So, gehen wir erstmal in die Kaserne. Wir haben hier Soldaten, die ein Upgrade haben wollen. Jawohl, wir haben einen Scharfschützen, der entweder Schnellschuss bekommt. Oder hoppala. Genau, Truppsicht, super wichtig. Super, super wichtig. Ermöglicht es, auf alle Ziele zu feuern, die sich im Sichtbereich eines Verbündeten befinden. Unbedingt, das heißt, du kannst mit dem Sniper ganz weit hinten bleiben. Und trotzdem draufholzen, nur weil deine Kollegen den Gegner sehen. Und Herr Yeti Popov kriegt auch eine Beförderung. Taktikverständnis oder Aggression. Nee, eher defensiv, bitte. Also, plus 5 Verteidigung pro Gegner in Sichtweite, das ist sehr gut. Dann treffen die nämlich nicht so gut. Jo, okay. Genau, Offiziersschule will ich das schon? Ja, Truppgröße plus 1 wäre auf jeden Fall schon mal eine super Sache. Und jeder Abschluss bringt 25% mehr Erfahrung. Nehme ich erstmal noch nicht mit. Ich glaube, die Satelliten sind erstmal wichtiger. Gucken wir mal. Ich kann nicht glauben, dass Dr. Wallen von unseren Truppen erwartet, eins dieser Dinger hierher zu bringen. Und noch dazu lebend. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ah, ich habe keinen Kontrollzentrum. Okay, okay, okay. Einrichtung bauen. Raum haben wir hier oben noch. Aber wenn wir unsere Anlage wirklich vergrößern wollen, müssen wir unter der Basis graben. Aber je tiefer wir graben, desto teurer wird es leider auch. Lassen wir erstmal, da eins ausheben reicht schon. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier schon Nanofaserweste, nee, Scope, Medikit. Puh, Satellit bauen, genau, das wollte ich doch. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Ach so. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Okay. Habe ich gerafft. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis das Ding fertig ist. Das Satellitenkontrollzentrum, beziehungsweise der Ausbau erstmal von der Erde unter uns. Gut, dann scannen wir doch erstmal weiter. Genau, sehr gut. Ist das schon ausgehoben jetzt? Ne, noch 4 Tage. Dann wollen wir doch hier erstmal weitermachen. Ach, Quatsch. Was tue ich denn? Hier muss ich hin. Jawohl, der Pulsbogen wurde erforscht. Sehr schön. Also muss ich in der Technikabteilung einen bauen. Ja, einer reicht. Den Scheiß, den habe ich im letzten Spielstand, oder in meinem ersten Spielstand, nie benutzt. Außer wenn ich musste. Okay. Hallo Rad, Entschärfung. Ja, bla bla bla. Augenzeugenberichten zufolge bewegen sich Aliens ungehindert durch eine australische Großstadt. Wir wissen noch nicht genau, was sie vorhaben, aber wir dürfen dieses Risiko... Dürfen bei diesen Eindringlingen kein Risiko eingehen. Oh mein Gott, ich kann nicht lesen am frühen Morgen. Die Zentrale liefert Ihnen einen kompletten Lagebericht, wenn Ihre Leute vor Ort sind. Okay. Nicht jetzt, starte Einsatz. Ja, müssen wir wohl. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Hoppala. Wir müssen ihn noch befördern hier, Herr Martinez. Deckungsfeuer.
Okay, oder? Boah, nee. Raketen benutze ich eh kaum. Lieber Deckungsfeuer. Okay, wie ihr seht, kann ich jetzt 5 Leute mitnehmen. Das ist eine sehr gute Sache. Ich weiß nur nicht, ob ich Leroy mitnehme oder irgendwen anders. Wahrscheinlich habe ich sonst niemanden, der... Ja, das ist das. Niemanden, der ausgebildet ist. Ich würde aber, weil ich... Will ich mit 2 Sturmsoldaten spielen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich würde, glaube ich, jetzt erstmal hier den Axel Schneider noch mitnehmen. Na, hier gibt's nichts Besonderes. Wer kriegt denn den, ja, ich glaube, er kriegt das. Fähigkeiten, Bewaffnung, Pulsbogen. Ist ja relativ sinnvoll in dem Fall. Okay, starten wir mal. Dann fliegen wir mal zur Entschärfung. Unser Ziel ist es ja auch noch, ein Alien Leben zu fangen. Entschuldigung. So, hier ist Sydney. Wir haben mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Ach, wusste ich gar nicht. Eine spurtende Einheit hat einen Verteidigungsbonus gegen gegnerisches Reflexfeuer. Okay, also wir müssen eine Bombe deaktivieren, Energiequellen deaktivieren und Gegner killen. Okay. Kriegen wir hin, ist nicht so schwer. Sage ich zumindest jetzt einfach mal so ins Blaue hinein. Strike One, der Rat hat Informationen, nach denen die Aliens eine Plasmabombe in ihrer Nähe aufladen wollen. Die Zeit ist knapp. Wir müssen diese Waffe finden und entschärfen, bevor sie mit den Vorbereitungen fertig sind. Unsere Sensorsignale lassen vermuten, dass es sich hierbei um einen Mechanismus zum Scharfmachen der Bombe handelt. Mhm. Die Aliens übertragen Energie von dort direkt zur Bombe. Wenn sie diesen Energieknotenpunkt deaktivieren, haben sie mehr Zeit, um den Sprengkörper zu finden und zu entschärfen. Okay. Dann nehme ich doch mal den Axel. Der darf hier entschärfen. Puh, okay, eine Runde gewonnen. Das ist gut. Sie haben etwas Zeit gewonnen, aber sie müssen sich trotzdem beeilen, sonst... Sie wissen schon. Sonst, boom. So, Mr. Martinez. Einmal vor, bitte. Na, noch keinen Kontakt, sehr gut. Der gute Volker. Ja, der geht mal in Deckung hinterher. Der kann ja jetzt ziemlich weit schießen. Das ist eine sehr, sehr gute Fähigkeit. Die ich sehr zu schätzen weiß. Unser guter Yeti geht schon mal hier ins Gebäude. Und der Rainer deckt mal die... Nein, scheiße! Jetzt steht er außerhalb der Deckung. Super. So wollten wir das natürlich nicht haben. Okay, hoffen wir, dass ihm das nicht zum Verhängnis wird. Ne, Glück gehabt. Okay. Ja. Dann gucken wir doch erstmal mit Herrn Popo. Hier rein und wir sehen, dass hier nichts ist. Also schalten wir erstmal mit ihm hier. Nein! Nein! Oh, jetzt kann ich die Bombe gar nicht ausschalten. Shit. Ja. Gut, jetzt kann ich das Alien gar nicht abschießen. Ist ein bisschen doof, aber... Wobei, hier mit Herrn Martinez geht's vielleicht. Wenn ich hier an die Tür gehe. Ne, kann ich nicht, aber Feldposten ist schon mal gut. Und der Volker trottet mal hinterher. Was war das blöde Alien denn? Was macht es da? Jetzt schießt es von hinten. Fuck, fuck, fuck. Ah, nur 2 Schaden, okay. Deckt meine Flanke.
Gut gemacht. Dadurch gewinnen wir etwas Zeit. Aber Sie müssen noch diese Bombe finden. Stellen wir uns mal neben den und schießen. Treffen wir wahrscheinlich besser. 100% Trefferchance, ja, sehr gut. Einfach mal voll ins Gesicht. Fuck, stimmt. Die gehen ja hoch und dann sind die vergiftet. Oh, fuck. Oh nein. Und der hat noch 5 Leben. Oh, das wird haarig. Mit ihm kann ich also nicht mehr großartig rechnen. Ist die Bombe oben drauf? Nee. Ah, ich komme mit meinem Sniper schon mal oben drauf. Das ist sehr gut. Na, ihr blöden Tauben, verpisst euch. Yo. Senior Popov. Check mal hier die Lage. Und er macht einen Feldposten hier auf. Ja, ich habe ein bisschen Angst um meinen Kollegen. Wir müssen das hier in ein paar Runden geschafft haben, sonst ist der komplett K.O. Na, da hinten ist die Bombe bestimmt drin. Fuck. Jetzt hat er mich gesehen, der blöde Sack. Spotten wir mal ganz riskant hier hin. Oh nein, oh, an dem Alien vorbei. Shit. Ja, Rainer. Das ist natürlich jetzt blöd. Wobei, er kann immerhin noch hier hin. Pow. Gute Arbeit, Strike. Hoppla, hoppla. Das bringt uns ein paar Minuten. Vielleicht kann er schon da hochschießen. Wobei, eine Rakete könnte ich da doch hinsetzen, oder nicht? Versuchen wir... hallo. Ach so, okay. Das kann ich nur, wenn ich nicht gelaufen wäre. Schade. Ja, jetzt kriegt irgendeiner von meinen Jungs hier derbe auf den Sack und ich vermute mal, das ist vorne mein Senior Popov. Oh nein, er verstärkt ihn erstmal. Nein. Wobei, macht er dann viel mehr Schaden? Nee, oder? Ah, geht so. Scheiße. Guck mal da rein. Ja, da ist ein Alien drin, aber auch die Bombe. So, lieber Volker. Es liegt an dir. Hau den mal weg da. Jawohl. So wollte ich das gesehen haben. Und der ist jetzt auch tot? Ach, okay. Wenn man den erwischt, der den anderen kontrolliert, dann ist der auch tot. Man lernt immer wieder dazu. Oder kann ich... Nee, nur schießen. Okay. Na gut, dann fange ich in der Runde keine Aliens. Oh, der Rainer. Oh, der Rainer. Der muss aufpassen. Der ist nämlich sonst bald finito, der Kollege. Commander, niedrige
registrieren einen Energieanstieg in der Gegend. Diese Bombe wird jeden Moment vollständig geladen sein. Ich kann die da jetzt ausschalten, oder? Bombe gefunden. Jetzt entschärfen Sie sie. Wir haben ein neues Ziel. Boom! Gut gemacht. Jetzt müssen Sie nur noch die übrigen Feinde erledigen. Wachsam bleiben, Strike One. Feindliche Kräfte nähern sich ihrer Position. Ziele wurden aktualisiert. Oh shit, Timer abgelaufen. Okay. Yo, wir gehen in den nächsten Part über. Wir sehen uns gleich wieder.